Star Trek New Horizons Mod. Wir sind dabei, unsere Stellung gegen die Klingonen ein wenig zu festigen. Und ich würde auch gerne hier unten etwas präsenter werden. Denn wir haben hier so die ein oder anderen Fraktionen, die vielleicht im späteren Spielverlauf noch ein bisschen kritisch werden könnten. Und da will ich eigentlich gut gewappnet sein. Wir sind noch auf Pause, wir gucken uns einfach mal an, wo wir gerade was gemacht haben. Und dann stellen wir fest, dass wir diesen gerne einmal hierhin schicken würden. Und im Anschluss gerne hierhin. Ich möchte nämlich diese restlichen kleinen Randsysteme unglaublich gerne noch zu unseren hinzufügen. Also diese ganzen offenen Stellen. Hier gibt es nochmal Topalin und Duranium. Und bei uns zählt jedes bisschen. Jedes kleine bisschen muss hinzugefügt werden zum großen ganzen Kollektiv. Wer waren wir nochmal? Die Borg? So, Vendor wird verbessert. Das hier möchte ich auch gerne verbessert wissen. Wobei ich sagen muss, ich hätte hier schon gern die Phaser. Und hier wenigstens diese Handelsrouten. Das heißt, hier wird nochmal verbessert. Hier wird auch gerade verbessert. Und da auch, wobei das eigentlich eher überflüssig ist wegen der Basis hier. Wollen wir die einfach abschaffen? Ich weiß nicht, ob die hier so viel Sinn macht, aber sie ist schon so nah im klingonischen Raum. Doch, ich würde sagen, wir lassen die fürs Erste. Das Erste macht die sehr viel Sinn. So. Das haben wir. Gut, dann gehen wir mal rein in die Misere. Gucken uns das hier mal an. Was wir hier noch bauen können. Station under attack. So, Flottendepot würde ich hier gerne Station ausbauen. Under attack. Und ich würde gern. An was mangelt es uns gerade? Forschung. Wir brauchen definitiv mehr Forschung. Da müssen wir wesentlich schneller vorankommen. Das Romulanische Reich hat uns die Rivalität erklärt. Das finde ich ja sehr beeindruckend. Finde ich interessant. Und wir haben die Cardassianer entdeckt. Wir grüßen sie erstmal in freundlicher Absicht. Cardassianer haben wir hier. Sowas in der Art dachte ich mir schon fast. Und hier hätte ich einfach gerne nochmal ein bisschen mehr Spionage. Technology discovered. Genau. Flottenkapazität. Terraforming-Station. Das will ich eigentlich. Es kostet zwar ein bisschen mehr Forschungspunkte, dauert der dementsprechend auch länger, aber mit Terraforming können wir Planeten umändern, die wir vielleicht noch nicht so benutzen können zu diesem Zeitpunkt. So. Jetzt haben wir hier noch Schönes. Zoo. Und Catrassel White. Hier unten. Nichts Beeindruckendes. Hier hätten wir einen Super Collider Dingsy Bumsy. Da haben wir ja nichts. Ja nichts. Beste. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir auf der Erde gerade ein paar Probleme. Ich meine, wo nicht, ne? Die Erde und ihre Probleme. Schauen wir mal. Machen wir eine Stufe runter. Wir bauen mal noch zwei Städte. Oder Stadtdistrikte, besser gesagt. Und wir gucken mal. Latino mache ich plus 8. Das heißt, Handelszentrum möchte ich hier gerne ausbauen. Die Universität. So. Und ich möchte hier gerne mal zur Sternenbasis gucken. Da ist unsere leichte kleine Flotte unterwegs. Und wir kriegen hier gerade einen Kreuzer der Nimitz-Klasse.
Und da wollten wir ein paar Walker-Klasse-Schiffe mit dazu bauen. Das wird dann unser First Flottenverband, wie ich es so schön nenne. Was haben wir hier? Ach so, da wollte ich mal kurz hingucken. Ich möchte irgendwelche Grenzkonflikte. Ach, hier. So, dann nehmen wir mal. Zack, akzeptieren. Und T'Pol, fliegt mal bitte in diese Richtung. Technology discovered. NX nicht mehr, das gefällt mir. Construction complete. Neue Forschung. Und wir nehmen Flottenkapazität. So, jetzt möchte ich nur mal gucken, was wir an neuen Schiffen bekommen haben. Wird bestimmt lustig. Ah, wir haben hier die neuen Shuttle. Es ist ja hier alles in der Kelvin-Class, also in der Kelvin-Timeline-Situation designt. Das ist die Hoover. Die Cardenas. Ich finde die Modelle sehr, sehr nice. Die Walker-Class, die Nimitz. Die Constitution-Class. Also die Enterprise-Klasse. Die Crossfield. Das ist ja die mit dem, ach, jetzt komme ich nicht noch. Die Discovery. Aber die Constitution Class wird uns, glaube ich, in Zukunft sehr von Nutzen sein. Wir nehmen die Autofeuer Phaser Bank. Die ist sehr cool. Hier die Phaser belassen wir so. Torpedos bin ich voll mit einverstanden. Plasma Ausstoßsensor. Ja, machen wir Ordnung 14. Das passt, das passt. Wir müssen unbedingt die besseren Schilde erforschen, ne? Ich hätte hier aber gerne die taktische Station. Erhöht uns nämlich die Waffenreichweite um 6%. Je eher wir feuern, desto besser. Bedeutet, wir machen hier die Höhenpanzerung rein, die verstärkten Schilde und dann nochmal den Feldgenerator. Dazu kommt die taktische Kommandostation, die macht tägliche Regeneration der Hülle, der Panzerung und der Schilde plus 2,5. So, und hier hätte ich gern bessere Unterlichtgeschwindigkeit. So kommen zumindest wir schneller von Ort zu Ort. Richtig? Richtig. So. Wenn die Hoover und die Crossfield, die Cardenas, die sind auch schon sehr nice. Deep Space Forschungsschiff oder schweres Forschungsschiff? Ich würde bei Deep Space bleiben. Deep Space klingt ganz cool. Und hier haben wir bloß die eine Auswahlmöglichkeit. Die Crossfield ist noch sehr nice. Die Frage ist, komm, wir machen fortgeschrittener Kreuzer. Taktische Quartiere, das macht Sinn. Wir nehmen die taktische Station mit rein. Machen hier Unterlichtgeschwindigkeit. Genau, da gucken wir nochmal. Die machen 150 alle 4 Sekunden. Alle 5 Sekunden 130. Wir nehmen die modulierten Phaser. Die haben A, mehr Reichweite. Und B, sind sie schneller am Feuern. Wenn wir mal gucken, Genauigkeit macht keinen großen Unterschied. Dann möchte ich gerne Photon-Torpedos. Und hier haben wir 60 Reichweite. Macht 530 alle 5 Sekunden. Ja.
Komm, wir nehmen hier noch die Kobaltladung mit rein. Die hat 120 Reichweite. Macht fast 500 alle paar Sekunden. Bei dir. Nee, wir nehmen die Kobalt. Das passt schon. Mikro-Sprung-Controller. Zack, 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 zack. Voll. Das auch. Wir nehmen hier die Sektion 31-Gruppe. In das rotierende Crossfield-Design ist ein einzigartiger Controller eingebaut, mit dem Mikrosprünge für den Einsatz in schneller Folge berechnet werden können. Das ist cool. Das heißt, da können wir später den Sprungantrieb, Hier dieses Myzel-Netzwerk. Der wird da eingeflochten. So. Hier könnte man noch ein Schiff der Hoover-Klasse reinsetzen. Angeführt von der Nimitz. Ein klingonisches Reich hat begonnen, iriadische Liga zu integrieren. Und das ist ein Punkt, der gefällt mir gar nicht. Wer war die iridianische Liga? Irianisches Konsortium. Und zwar. Ups. Gehen wir nochmal zurück. Expandet die diplomatische Reichweite. Ja, machen wir Bullianische Liga. Mit mittlerer Intensität. Eine Sekunde bitte. So, da bin ich wieder. So, wir machen hier mal gleich weiter. Zack. Und jetzt gucken wir uns mal an, dass wir die Erde noch ein bisschen aufgepeppt kriegen. Hier hätte ich nämlich gerne noch ein bisschen was an Forschung, genauso wie auf Mars. Technology discovered. Technology. Technology ist immer gut. Ich mag Technology. Astrometrisches Labor, Subraum, Differenz. Differential, Sensor, Phalanx. Ach, das klingt immer gut. Alles, was auf Phalanx und Sensor nennt, ist erstmal toll. Und wir haben eine Tradition freigeschaltet. Und da würde ich gerne nehmen. Das hier. Baukosten Schiffe sind 10% reduziert. Schaden, Orbitalbombardierung plus 20. Age of Discovery. Auch schön. So, Vega Prime können wir upgraden. Gucken wir uns mal hier die unteren, die andorianischen Planeten langsam an. Devron 2. Hier bauen wir schon mal zwei Siedlungen. Devron 2 würde ich als Mining. Bedeutet für mich, dass das eine Minenwelt wird. Es klingt jetzt ausbeuterisch und es ist vielleicht doch ausbeuterisch. Aber es ist eine Sache, die ich brauche. Ich brauche nun mal auch Welten, auf denen Sachen produziert werden. Ne? So zum Beispiel dann das hier, die Minen, und dann machen wir da noch ein paar Legierungsschmelzen mit hin. Und dann kann ich nämlich auch das hier upgraden. Das ist eine Industriekolonie und die wird halt einfach geiler. Das hier können wir zum Beispiel zur, nicht zur Industriekolonie, sondern zum Universitätsplaneten ausrufen. Den nennen wir Uni. So, wen haben wir hier? Das Ding würde ich tatsächlich fast zum kommerziellen Außenposten ernennen. Und hier 1, 2, 3. Noch eine schöne Stadt, schönen Stadtbezirk mit reingeballert.
Das ist ja nicht verkehrt. Zwei Kraftwerke. Ich finde, das macht sich gut. Da kriegen wir gut was von ab. Contact has been established. Ist nicht verwerflich. Hier hätte ich einfach gern... Hier. Haben wir hier Jevonit vorkommen? Construction complete. Ja! Bauen wir. Dazu kommen natürlich noch... Hier, Zivilindustrie. Und Chironit-Nation hat Anspruch erhoben auf Ifros Delta. Wer hat was bitte wie und wo und wann Construction gemacht? Complete. Wer seid ihr? Nö, ihr seid die Valentins. Irgendwer hat irgendwo Ansprüche erhoben. Bullianische Liga... Ferengi-Allianz. Wo seid ihr denn alle so? Seid doch mal nicht so. Seid doch mal freundlich. Construction complete. Genau, Sikiana, Rigelianisch. Klingonisches Reich. Bin verwirrt. Iridianische Liga. Irgendwer hat irgendwo was beansprucht. Das finde ich schon mal nicht geil. Das heißt meistens, dass die dann irgendwann irgendwo einfallen wollen. Construction complete. Um das zu holen, was sie gerne hätten. Aber das finde ich irgendwie nicht so geil, die Idee. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie passt mir das nicht. Deswegen sind wir dabei, unsere Station ein bisschen auszubauen. Hier zum Beispiel hätte ich gerne bessere Rüstungsplatten. Mach hier mal ganz kurz Pause, während wir ein bisschen upgraden. Und dazu einfach... Was haben wir hier? Handelszentren plus 3. Wir haben ein Handelsdepot. Aber der war ziemlich am Rand gelegen. Da hätte ich eigentlich gerne... zentralen Computerkern. Hier auf CT, auf der CT-Station, hätte ich gerne Rüstungsplatte und ein besseres Verteidigungsnetz. Hier hätte ich gerne trotzdem nochmal eine Phaser. Eine Phaserbank. Hier kann ich dann aber auf eine Promenade gehen, da brauche ich vielleicht nicht so viel Feuerkraft. Hier Beta Leonis ist unser Upgrade-Sektor. Da haben wir eine Schiffswerft drin. Da hätte ich gerne Defensivkanone. Ebenfalls hätte ich gerne ein orbitales Krankenhaus. Und einen zentralen Computerkern. Das, denke ich, ist nicht verkehrt. Cestus. Dann machen wir Solarmodule. Einfach zur besseren Stromversorgung. Die kosten uns nicht viel. Also warum nicht? Dann nehmen wir zentraler Computerkern. Mit rein. Hier Gamma. Dann machen wir ein Handelsdepot. Handelsdepot ist gut, Handelsdepot bringt einfach ein bisschen Geld mit rein in die Kasse. Aber auch hier können wir uns auf einen zentralen Computerkern konzentrieren. Und jetzt haben wir erstmal kein Geld mehr. So ist das immer, wenn ich einkaufen gehe. Landeeinheiten staffeln, Landekapseln. Ich würde aber erstmal die spatiale Ladung. Natürlich, warum spiele ich auch immer so Spiele mit komplizierten Begriffen? Was haben wir hier? Was können wir da noch bauen? Ich spiele schon wieder so kreuz und quer, ne? Das merke ich gerade selber. Hier hätte ich aber gerne zweimal zivile Industrie. Hier habe ich schon zivile Industrie. Das heißt, ich hätte gerne noch eine dritte. Und dazu hätte ich gerne ein Minennetzwerk.
Und weil es so schön ist, hätte ich gerne noch ein Handelszentrum. Auch hier hätte ich gerne... Habe ich? Nein, noch nicht. Ein Handelszentrum. Auf der Uni hätte ich gerne... eine Uni? Macht ja Sinn. Hier hätte ich gerne noch ein Verwaltungszentrum. Wir müssen das alles irgendwann unter einen Hut kriegen. Da will ich nachher nicht völlig überrascht werden. Und hier hätte ich einfach gerne mal ein hydroponisches Feld. Wir haben so wenig hydroponische Felder, ne? Das finde ich so traurig. So, wir machen hier mal weiter. Guck mal, was meine Flotte sagt. Die Ladesequenzen sind momentan alle so lang, ne? Das ist schrecklich. Ich habe noch die falsche erwischt. Krieg erklären. Wem wollen wir den Krieg erklären? Moment, halt, stopp. Hier macht jetzt erstmal niemand was ohne... Im Lyrian Empire... Mit Nein stimmen, was soll das? Versucht doch mal nicht immer allen den Krieg zu erklären. Ach Gottchen. Diese kleinen Agro-Leute immer, ne? Schlimm. So, was hätte ich hier? Militärisches Trainingszentrum? Ja, wäre cool. Sehe ich aber gerade nicht so richtig. Stattdessen hätte ich hier gerne nochmal ein Kraftwerk. Ein Kraftwerk, ja. Ein Kraftwerk, das passt. So. Zack. Wir nehmen jetzt mal hier unseren kleinen Spannemann. Den lassen wir hier noch die Forschungszentren und die Bergbaukolonien. Und hier auch nochmal einen Bergbau ansiedeln. Hier auch nochmal, da auch nochmal. Dann gucken wir mal, dass wir hier oben vielleicht noch ein bisschen Teil kriegen. Hier hätte ich gerne Rüstungsplatte. Hier das Deuterium, da können wir ruhig mal ein bisschen was verkaufen. Von den tolanischen Kristallen auch. Dann holen wir uns nochmal ein bisschen Legierung, um einfach unsere Flotte auch abzugraden. So, Sternbasis. Hätte ich gerne ein Handelsdepot. Und wer hätte es gedacht, ein orbitales Krankenhaus. Und jetzt kann ich zur Nimitz-Klasse nochmal zwei Walker-Klassen dazu holen. Die sind zwar klein, aber die haben gut Schlagkraft. Ich denke, da macht's fast schon die Masse. Survey complete. So, hier ist die Jupiter-Station. Das ist eine Forschungsstation. Set Research Focus. Ich hätte gern Physik einfach ein bisschen besser. Research Rare or Special Technologies. Setzt einen föderationsweiten Forschungsfokus. Finanzierung von Forschungsprogrammen der Mitgliederwelten. Oh, cool! Entschuldigung, hab mich gerade ganz kurz nicht beherrschen können. Jetzt könnten wir theoretisch ihr so Schiffe der anderen Föderationsmitglieder und Waffentechnik und so erforschen.
Das finde ich ja sehr nice. You will pay the price for opposing us. Da kommen wir nur sehr langsam voran. Bei den Orionern? Da hätten wir einen Saboteur. Wir beginnen hier einfach mal. Ach nein, ich habe nicht genug Geld dafür. Das wird ja mal tragischer hier. The wind does not respect a fool. Bei den Klingonen hätte ich gerne eine Botschaft etabliert. Mit dem gleichen Atemzug hätte ich einfach gerne mal ein paar Informationen gesammelt. Standing by. Ach, die Cardassianer sind auch so gut in der Verteidigung. Das sind halt so Hauptakteure in den Star Trek-Serien, womit wir natürlich ein paar Probleme kriegen. Initiating communications. Koalitionseinladung. Sekunde. Die Bolianische Liga. Die möchten uns beitreten. Oder sollen wir ihnen beitreten? Wir sollen denen beitreten. Was soll das denn? Ich meine, das können wir gerne mal versuchen. An alien empire is making contact. Zumindest haben wir einfach einen größeren Verbund an Staaten. Und wenn wir aber sehen, dass die Cardassianer und die restlichen Staaten fast alle so groß sind wie wir, macht mir das doch ein wenig Sorgen. So. Zu denen hier würde ich auch gerne mal die Beziehungen verbessern. Das macht mir nämlich so ein bisschen... Technology discovered. Ich hätte die lieber als Verbündete. So, was haben wir hier? Fusionstorpedo, nuklearisches Minenfeld, ballistische Waffen, Bergbau. Wir gehen auf neue Fusionstorpedos. Die werden wir zwar nicht mehr gebrauchen. Das ist uns allen klar. Aber warum nicht? Frage ich, warum nicht? Botschaft etablieren, dem stimme ich komplett zu. Construction complete. Und die Fendomar starten, sehe ich auch vollkommen ein. Auf dem Mars können wir einmal upgraden. Finde ich auch sehr solide. Und hier würde ich Bildungsdistrikte einrichten. Und diesen Planeten als Universitätsplaneten einrichten. Ja, ja. So ist das. Hier, diese Industriewelt würde ich auch gerne... Construction complete. Der Legierung zuwenden. Dreimal Legierung, dreimal Minennetzwerk. Und dann dürfte das hier auch ganz gut funktionieren. Genau, hier ist dann die Ausbeute einfach ein bisschen größer. Und als Entscheidung würde ich hier gerne das nehmen. So, wir haben gleich Terraforming. Technology discovered. Jawoll. Hier können wir jetzt mobile Artillerie und dergleichen freischalten. So, Sekunde. Schiffsdesign und Spezialisierung. Ich würde tatsächlich auf die Landekapseln gehen. Landekapseln klingt ganz gut. Beginn Beitrittsgespräche mit potenziellen Mitgliederwelten. Die Bolianische Liga. Nee, den besiegten Staatenbund. Mit hoher Intensität. Das ist nämlich bloß das hier unten. Die sind nicht ganz so groß. Das dauert nicht so lange. So, hier würde ich dann gerne nochmal ein militärisches Trainingszentrum einrichten. Das Romulanische Sternenimperium hat hier drüben Ansprüche an, also gegen uns erhoben. Hier verbessern wir. Hier hätte ich gern... Was hätte ich hier gerne? Das ist die Frage. Construction complete. Wir nehmen die Shuttlebucht.
Construction complete. Und hier hätte ich gerne das Verteidigungsnetz. Verbessern wir auch. Da wird schon geupgradet. Hier unten bei Yorut. Construction complete. Da können wir gerne noch ein Handelsdepot einrichten. Meinetwegen ein orbitales Krankenhaus. Ach, Sekunde, die Nase juckt. Schlimm sowas. Technology discovered. Wir haben eine neue Technologie, das ist cool, das ist praktisch. Und ich würde auf das hier gehen. Und hier auf der Minenwelt schlicht und ergreifend wir nochmal gucken. Construction complete. Legierung. Wir brauchen die ohne Ende. Construction complete. Die Chironit-Nation hat Anspruch auf Waka erhoben, wo auch immer das sein mag. Wir müssen selber erstmal gucken. So, hier ist Vendor. Gott, ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich kann aber auch mit der Nation nichts anfangen, aber so gar nichts. Bin ich blind? Bin ich doof? Was? Technology discovered. Wer seid ihr? Würde ich hier auf hydrokulturelles Dingsbums gehen? Construction complete. Und hier Sternbasenkapazität ausbauen. Genauso würde ich hier. Ja, komm, lasst uns das jetzt hier noch zu Ende bringen und dann suchen wir uns das nächste. Schlimm. Einfach schlimm, was hier abgeht. Hier hätte ich gerne ein Pergium-Kraftwerk. Was noch mal ein bisschen Energie produziert. Dementsprechend natürlich auf dem Universitätsplaneten gerne noch eine Universität. Aber ich hätte auch gerne ein heroisches Wahrzeichen. Hier in der Industriekolonie. Was hätte ich da gerne? Ich hätte da gerne. Technology discovered. Ja, Zivilindustrie. Das ist wichtig. Construction complete. Notfall-Warp-Spulen. Die sind immer gut. Die braucht man immer. Und hier hätte ich einfach gern. Was hätte ich hier gern auf dem Universitätsplaneten? Kampfjet-Hangar. Construction complete. Was hätte ich noch gerne? Eine Rekrutierungsakademie, aber da brauche ich. Ah, das kostet wieder so viel. Überprüft den Beitrittsprozess. Erneut mit hoher Intensität. Das hat ja bisher ganz gut funktioniert. Nochmal ein ziviles Industriegebiet, einfach damit wir das ein bisschen besser aufstocken können. So, Deuterium machen wir momentan plus 222 im Monat. Das heißt, da können wir hier ruhig ein bisschen upgraden. Aber Construction complete. Das kostet Luxusgüter. Wie viel machen wir da momentan? 33, okay. Gut, alles gut. Entwarnung.
Was wollen wir hier? Wir wollen das nukleare Minenfeld. Das kostet nicht ganz so viel. 4 Monate Forschungszeit ist ideal. Aber wir sind bei den letzten paar Minuten angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal gucken wir, dass wir das Gebiet Richtung Romulus ein bisschen abdichten und Richtung Klingonen. Dass wir vielleicht hier noch eine Flotte hin verlagern, die einfach ein bisschen agiler hin und her springen könnte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und lebt lang und in Frieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.